Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal dahin, wo die sich getroffen haben, oder? Also in diesen komischen Park da. Wo ist das denn? Ah, hier. Zoologischer Garten, ja? Was ist denn hier los? Ein enormes schmiedeeisernes Tor bildet den Haupteingang zum Londoner Zoo. Niemand aus der jetzigen Generation der Stadtbewohner hat dieses Tor jemals geschlossen, geschweige denn verriegelt gesehen. Und jetzt ist es zu? Guten Morgen, Constable. Ich habe noch nie erleben dürfen, dass einer von Inspektor Gregsons Leuten Zoodienst leisten muss. Ach, Sie sind es, Mr. Holmes. Es hat hier etwas Ärger gegeben, aber wir haben alles im Griff. Wir haben den Publikumsverkehr gestoppt, bis wir mit unseren Untersuchungen fertig sind. Was ist vorgefallen? Nun, ganz im Vertrauen, ein Mann ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen, wenn Sie wissen, was ich meine. Oh nein. Das wird ja dann der Partner von Moorhead sein, ja? Oha. Das heißt, dieser Baron-Typ. Warte. Ja, ich verstehe, vielleicht könnte Inspektor Gregson etwas Unterstützung gebrauchen. Das könnte er sicher, Mr. Holmes, obwohl er es höchstwahrscheinlich nicht zugeben würde. Er ist heute in ziemlich übler Laune, Sir, also seien Sie etwas diplomatisch. Sie finden ihn irgendwo hinten. Okay. Das heißt, wir können jetzt rein, ja? Können Sie mir etwas Neues über die Angelegenheiten verraten, Constable? Irgendwelche Fortschritte? Nein, Sir, ich bewache ja auch nur das Tor. Ich glaube aber, der Inspektor hat noch nicht einmal das Opfer identifiziert oder die Todesursache herausgefunden. Oha. Tag, Mr. Holmes, Dr. Watson. Ja, aber einen schönen Tag im Zoo, nicht? Gibt es irgendwas, das ich wissen müsste? Nein, Holmes, aber ich passe auf. Zum Haupteingang? Also hier runter, ja? Zu den Löwen? Ein weiblicher indischer Elefant, offensichtlich gut genährt, gut gepflegt und so fröhlich, wie es ein Tier hinter Gittern sein kann. Die Elefantendame heißt Chloe, ist 32 Jahre alt und ist im Regent's Park Zoo wohnhaft, seit sie erwachsen ist. Zur Zooverwaltung. Ja, dann, keine Ahnung, gehen wir mal nach links. Was ist das? Ach, ein Löwe ist das? Ach ja, jetzt sehe ich. Okay, ich habe den Kopf erst nicht erkannt. Ich dachte, das wäre ein Stein oder sowas. Felix, der berühmte Löwe vom Regent's Park. Als kleines Kätzchen wurde er in British-Ostafrika gefangen und hat seitdem sein gesamtes Erwachsenendasein in London verbracht. Seine Abkömmlinge bevölkern eine ganze Reihe zoologischer Gärten in Westeuropa und den Vereinigten Staaten. Was ist das? Glänzender Gegenstand? Ein kleiner glänzender Gegenstand reflektiert das Licht der Morgensonne. Offenbar ist er größtenteils mit Schlamm bedeckt. Und aus dieser Entfernung kann man unmöglich feststellen, um was es sich handelt oder auch nur, wie groß der Gegenstand ist. Aha. Ja, Watson, dann kletter mal da runter und hol dieses glänzende Ding da raus. Ein stolzes Tier beim Ausruhen, was, Watson? Ich habe mir sagen lassen, diese Art Tiere ruht täglich runde 24 Stunden aus. Ja, was soll der denn auch machen, wenn der hier gefangen ist? Nun darf er ja. Sein derzeitiges Königreich ist ja auch erbärmlich klein. Es gibt eben nicht zu viel zu sehen in seiner Umgebung. Ja, genau. Weder für ihn noch für uns, würde ich sagen. Oh, nicht so vorschnell mit dem Urteil, lieber Doktor. Bedenken Sie, sorgfältige Beobachtung ist die Grundlage jeder guten Detektivarbeit.
Ja, da hat er recht. Sehen Sie diesen glitzernden Gegenstand da, Watson? Was glauben Sie, was das sein könnte? Vielleicht eine Taschenuhr oder sowas? Oder nein, ist das das Amulett mit dem... Ein Stück Quarzit, irgendwelche Folie, selbst wenn es ein Goldsouverän sein sollte, Holmes, gönne ich ihn dem Löwen gerne. Nee, könnte das nicht das Amulett sein, wo das Geburtsurkunde drin ist? Also dieses Dokument. Ich habe mich jetzt irgendwie auf Geburtsurkunde eingeschossen, aber es kann ja alles Mögliche sein, aber... So, hier kommen wir nicht weiter. Ah doch. Achso, da kommen wir hier hin zurück. Wo kommen wir denn hier runter? Also da geht's ja zur Verwaltung. Hier geht's zum Eingang zurück und wo geht's hier lang? Oh. Oh. Mr. Holmes, mal kurz vorbeigekommen, um Ihren Senf dazu zu geben. Naja, Sie können hier ruhig mal einen Blick drauf werfen. Ich weiß ja, dass... Oha. Leiche. Schnittwunden und Aufschläge. Er ist also hier runtergefallen? Oder ist auch ein Mann, ne? Ja, ist ein Mann. Der Körper eines Mannes im mittleren Alter liegt in der typischen Haltung eines des Todes. Der Kopf ist zur Seite gedreht und ein Knie ist leicht angezogen. Sein schwarzes Haar ist nur an einer Stelle matt, nämlich dort, wo das Blut aus seinem eingeschlagenen Schädel getrocknet ist. Seine Kleidung von vernünftiger Qualität ist sehr stark verschmutzt. Das linke Hosenbein ist aufgerissen und gibt den Blick auf diverse Abschürfungen, Kratzer und Stiche frei. Merkwürdigerweise sind seine Wunden nur von sehr wenig Blut umgeben. Obwohl sein Kopf nun eine etwas andere Form hat, ist Frederick Gardner noch seinem Foto in der Moorhead & Gardner Agentur deutlich wiederzuerkennen. Oha. Ja gut, dann war das ja auf jeden Fall der Lord, der dann irgendwie Anna ausfindig gemacht hat und ihn, aber wie konnte er das machen? Woher hat er die Informationen gehabt? Und diese Schnittwunden sind auch ein bisschen komisch. Ihm wurde doch jetzt, wie ich das richtig verstanden habe, der Schädel eingeschlagen. Warum hat er dann noch Schnittwunden? Mehrere Schnittwunden wurden dem Opfer im Bereich der Jackenaufschläge beigebracht. Rund um die Einschnitte ist der Stoff stark zerrissen und die Anordnung der Wunden erinnert an Tierklauen. Okay, ja, das könnte ja der Löwe gewesen sein, aber... Also der ist erst in den Löwenkäfig reingeworfen worden, damit der Löwe ihn zerfetzt und dann wurde er da wieder rausgezogen, um hier drapiert zu werden? Das macht irgendwie keinen Sinn, oder? Das Bein scheint eher durch einen Sturz gebrochen als durch menschliche Einwirkung. Sturz in den Löwenkäfig? Dort wurde er dann von dem Löwen fertig gemacht, aber er hat ja vorher noch einen auf den Schädel gekriegt. Ach so. Ja, die haben sich beim Löwenkäfig getroffen, der hat einen auf den Schädel gekriegt, ist in den Löwenkäfig reingefallen, hat sich das Bein gebrochen, der Löwe ist auf ihn losgegangen. Dadurch bluten dann auch die Schnittwunden nicht so stark, weil er wahrscheinlich das ganze Blut schon verloren hat durch den Kopf, durch die Kopfwunde. Aber warum wurde er dann wieder rausgezogen und hier hingelegt? Das ist das, was ich merkwürdig finde. Normal hätte man ihn doch dann einfach in dem Löwenkäfig liegen lassen können. Schnittwunde an den Aufschlägen. Ja gut, das kennen wir. Gebrochenes Bein, Leiche. Mehr gibt's hier nicht. Okay. Na, was hat denn Watson dazu zu sagen? Das wäre mal interessant. Er ist ja immerhin Doktor. Die Vorsicht gebietet, dass wir erst herausfinden, wie viel Gregson weiß, bevor wir ihm freiwillig irgendwelche Informationen geben. Nun gut, Holmes, aber wenn Anna noch lebt, ist sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in höchster Lebensgefahr. Ja, dem stimme ich zu. Lebensgefahr, guter Freund, ist genau das Stichwort, weswegen ich keine Lust verspüre, endlose Stunden im Jahr damit zu verbringen, stupiden Polizisten das Offensichtliche zu erklären. Achten Sie darauf, was Sie ihm sagen, Doktor.
Ich werde Ihrem Beispiel folgen, Holmes. Okay, ja. Haben Sie etwas Wichtiges bemerkt? Nichts, was Sie nicht selbst schon erwähnt hätten, Holmes. Nun gut. Ja, dann würde ich mal sagen, fragen wir mal den guten Gregson. Guten Morgen, Inspektor. Was gibt es denn hier? Einen verblichenen Unbekannten, steif wie das berühmte Brett. Seit mindestens 8 Stunden tot. Eingeschlagener Schädel dürfte der Grund dafür sein. Seine Taschen sind leergeräumt worden. Also nehme ich an, es handelt sich um Raubmord. Ach so, dann hat er den ja wieder rausgezogen, damit dann das Amulett kommt. Das Amulett ist ihm aber aus der Tasche gefallen, deswegen liegt das im Löwenkäfig. Aber warum hat er ihm dann nicht, bevor er da runtergefallen ist, irgendwie festgehalten und vorher durchsucht, anstatt dann so einen Umstand zu machen und ihn dann noch mehrere Meter weit zu schleifen? Wo ist er getötet worden, Inspektor? Und warum haben Sie die Leiche bewegt? Ach, er war das. Wie immer, Mr. Holmes, kommen Sie sofort zum kritischen Punkt. Ich habe den Jungs hier gerade gesagt, dass dieser Körper bewegt worden ist. Aber woher wissen Sie das? Ja, weil halt hinten, das macht halt Sinn wegen den ganzen Wunden und alles von dem Löwen. Wenn man seine Kopfwunde bedenkt, müsste da, wo er hingefallen ist, eigentlich mehr Blut auf dem Boden sein. Ja, das ist auch wiederum wahr. Hier ist keine Blutlache. Was? Ach ja, genau mein Gedanke. Er wurde also bestimmt nicht hier fertig gemacht, nicht wahr? Genau. Er war irgendwo, wo es feucht und schmutzig war. Und er wurde von einer ziemlich kleinen Person bewegt. Ach ja, als nächstes erzählen Sie mir noch, was für Kekse er zu seinem letzten Tee geknabbert hat. Wenn ich die nötige Zeit hätte, vielleicht. Alles, was ich Ihnen im Moment sagen kann, ist, dass er von Beruf Detektiv war, ein linkshändiger Junggeselle mit dunklen Augen, ein Ex-Polizist und ziemlich dumm. Er wurde von einem gedungenen Mörder getötet. Mr. Holmes, Sie strapazieren mein Wohlwollen und meine Geduld, wenn Sie so daherreden. Ganz ehrlich, glauben Sie, Sie haben einen Idioten vor sich? Sie wissen all diese Dinge doch gar nicht. Können Sie gar nicht. Sie wollen nur ein wenig angeben. Vielleicht sollten Sie besser gehen. Denken Sie daran, sich in Polizeiangelegenheiten einzumischen, ist eine kriminelle Handlung. Sie sagten vor kurzem, Sie bekämen niemals interessante Fälle. Sicher haben Sie inzwischen selbst erkannt, dass diese Bemerkung zumindest etwas voreilig war, Gregson. Zu viel Stolz ist ungesund, Inspektor. Guten Tag. Echt mal. Was können Sie mir über den Tatverlauf sagen? Darüber haben Sie doch bestimmt schon eine eigene Meinung. Haben Sie doch immer. Mei, ist der jetzt angepisst, ey. Haben Sie sonst noch etwas entdeckt, Inspektor? Nicht, was ich einem Amateur anvertrauen könnte. Ey, wir wissen wenigstens, wer die Leiche ist. Wir haben sie identifiziert. Du gehst immer noch von unbekannt aus. Also, ich weiß ja nicht. Constable, haben Sie irgendetwas bemerkt, das Inspektor Gregson helfen könnte, in diesem Fall etwas mehr Licht zu sehen? Ich habe nichts Interessantes hier gesehen, außer dem Elefanten. Irgendwie überrascht mich diese Antwort jetzt überhaupt nicht. Na toll. Okay, der hat nichts mehr zu sagen. Er will auch nicht mehr mit uns reden. Ach ja. Die sind aber keine große Hilfe. Ich weigere mich einfach zu glauben, dass ein nicht sorgfältig geplantes, unter Zeitdruck ausgeführtes Verbrechen keinerlei Spuren hinterlassen haben soll, Watson. Dem kann ich nur zustimmen, Holmes. Ich bin sicher, im Zoo gibt es noch mehr zu erfahren. Übrigens, warum haben Sie Gregson nicht gesagt, wer Gardner war? Und woher wussten Sie, dass die Leiche von einer kleinen Person bewegt worden war? Ja, wir haben dem das ja eigentlich gesagt.
Also er wollte ja auch nicht. Um Ihre zweite Frage zuerst zu beantworten, Gardner Leiche wies Schlammspuren an Fersen und Hosenaufschlägen auf. Er wurde also ein ziemliches Stück weit geschleppt. Ein großer Mann hätte die Leiche einfach aufgehoben und getragen. Was Ihre andere Frage angeht, so bin ich nicht auf dieser Welt, um die Wissenslücken der britischen Polizei zu stopfen, die durch ihre eigene Unfähigkeit aufklaffen. Ja, allerdings, ne? Sehe ich auch so.